Ja, hallo Leute. Heute kommen wir mal zu einem speziellen Video. Es ist ja nur Weihnachtszeit und Weihnachten ist ja auch die Zeit der Geschenke auspacken. Und wie ihr seht, habe ich hier eine kleine Überraschungsbox. Es gibt ja immer im Internet so das Thema Unboxing und Überraschungskisten. Und ja, ich mache das eigentlich auch schon ein paar Jahre. Und jetzt möchte ich euch einfach mal ein bisschen teilhaben lassen. Und zwar habe ich mir auch so eine Überraschungsbox gekauft. Insgesamt sind zwei Pakete drin. Ein Paket sollte um das Thema Haushalt gehen. Das andere Päckchen ist Thema Weihnachten. Also ich bin schon sehr gespannt. Muss ich auch sagen, ich habe mal klein angefangen. Pro Paket kostet 15 Euro, schon inklusive Versand. Also gehe ich davon aus, dass jetzt nichts Hochtrabendes dabei sein wird und keine Schätze zu finden sein werden. Aber es geht einfach um den Spaß bei der Sache und wer weiß, vielleicht in der Weihnachtskiste werde ich ein bisschen was vielleicht zum Schrottwichteln finden oder vielleicht doch irgendwas Passendes, was man noch in der Adventszeit gebrauchen kann. Jedenfalls bin ich mal sehr gespannt drauf, was so da drin ist. Ich habe null Ahnung. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Machen wir mal Live-Unboxing und lassen uns mal überraschen, was da so zutage kommt. Also, aufgemacht hatte ich es jetzt hier schon mal, das große Paket, aber man erkennt noch nicht viel. In dem großen sind zwei kleine weitere Pakete. Paket Nummer 1. Ich kann jetzt auch nicht erkennen, ob es jetzt die Weihnachtsbox ist oder die Haushaltsbox. Stellen wir mal zur Seite das Päckchen 1. Und die zweite Box kann man jetzt auch noch nicht erahnen, was drin ist. Lassen wir uns auch mal überraschen. So, das tun wir mal weg, haben wir schon wieder. Aber kommen wir mal zur ersten. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der hier an. Ist vom Gewicht, naja, ich würde sagen so 2,5, vielleicht 3 Kilo. Die ist ein bisschen leichter. Also ich gehe davon aus, dass das die Weihnachtssachen sind, warum auch immer. Genau, jetzt schauen wir mal. Also vom Geräusch her, es klackt schon irgendwas. Irgendwas Metallisches. Aber keine Ahnung. Wie gesagt, es ist für mich auch immer spannend. Das ist wie so eine Wundertüte für Erwachsene. Und ja, eigentlich der Spaß soll hier am Vordergrund stehen. Und ich denke, für 15 Euro kann man jetzt nichts falsch machen, selbst wenn jetzt absoluter Stoff drin ist. War es halt mal ein kleiner Versuch. Und wie gesagt, ich habe in der Vergangenheit schon einiges gemacht, auch Thema Kofferauktion und Koffer ersteigert. Werde ich euch vielleicht in Zukunft auch mal mit teilhaben lassen. Aber jetzt fangen wir erst mal an. Messer zur Hand. Schneiden tut es auch. So, jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Moment, hier hängt es noch. So, aha. Also erkennt durch noch nicht viel, weil vieles nochmal verpackt ist. Ja, würde ich einfach mal anfangen. Also ich nehme an, ja, das sieht stark nach der Haushaltsbox aus. Fangen wir mal an mit hier irgendwie so ein Teil in der Röhre. Keine Ahnung. Machen wir auf. Fällt hier in den. Klingt irgendwie nach was. Keine Ahnung, nach Becher. Okay. Ja, schon mal sehr cool. Eine Flasche. Leer. Ja. Sehr cool, aber weil ich ja viele Sachen selber mache, auch Likör dasselbe mache und auch teilweise selbst Sachen herstelle, ist das eine richtig geile Sache. Also, das hat sich schon mal gelohnt. Problem ist nur, es wäre noch geil, wenn noch ein Korken dabei wäre. Aber ich habe immer Korken auf Reserve. Boah, würde ich sagen, ist schon mal gar nicht schlecht. Stelle ich mal hier hin. Das packen wir weg. Thema Haushalt. Hier haben wir. Dekorationsklammern mit Schnur. Auch eine schöne Geschichte. Kann man so kleine Fotos dran machen, an eine Schnur machen. Für Deko-Sachen. 1,50 Meter lang. Auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das zweite, dann haben wir hier. Das sieht aus wie. Keine Ahnung, was sind das? Aufkleber? Blumenmotiv. Schauen wir mal rein. Was ist hier? Ja, das scheinen so Aufkleber zu sein. Ja, Aufkleber mit Sonnenblumenmotiv. Ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel mit anfangen.
tue ich mal zur Seite, keine Ahnung. Schauen wir mal weiter, was hier ist. Ja, eine Gabel von, ja, von Art Fondue-Set für Käse und so. Ist okay. Ja, wenn man mal ein Fondue-Set hat, es fehlt eine Gabel, hier ist der Ersatz, perfekt. Eine allein, naja, gut. Aber wir schauen mal, was dann noch so weiterkommt. Ein kleiner Löffel. Ja, war du mich. Jetzt sehe ich noch einen kleinen Löffel, die waren noch verpackt. Das eine ist schon rausgefallen. Ja, zwei Teelöffel. Rostfrei. Okay, auf jeden Fall zu gebrauchen. Eine Spülbürste. Jetzt ist der Zustand ein bisschen komisch. Also soll auch angeblich alles noch Neuwares sein. Sieht auch dementsprechend aus. Also sieht nicht gebraucht aus. Die ist ein bisschen verknickert. Aber ich nehme an, das sind so Flaschenbürsten, ne? Auch ideal. Meine alte Flaschenbürste sieht nicht mehr gut aus. Wenn ich die noch ein bisschen in Schuss kriege, neue Flaschenbürste. Werde ich auf jeden Fall nehmen. Das Teil lege ich mal so ein bisschen beiseite. Weiß ich noch nicht. Löffel auf jeden Fall. Klemmern auch. Was haben wir hier? Eine kleine Holzzange. Geht ein bisschen schwer. Geht ein bisschen wirklich schwer. Für, naja, ich weiß nicht, für Bratwürste braten. Ein bisschen zu klein, aber... Naja, also störend tut mich, dass es sehr schwerfällig geht. Aber auch nicht unnütz. Also bis jetzt muss ich sagen, ich hätte mir das schlimmer vorgestellt. Dass mehr... Ach, hier sehe ich es. Hier kommt der zweite Spießer. Sind schon zwei. Noch ein Löffel rostfrei, noch ein Löffel rostfrei. Sind wir jetzt schon bei vier Löffeln. Sehr schön. Dann haben wir aus Kork Topfuntersetzer. Vier Stück, original verpackt. Auch okay, würde ich sagen. Auch okay. Also bis jetzt hier, das gefällt mir. Oh, was haben wir denn hier? Diamantförmige Eiswürfelschale. Okay, habe ich es nicht gesehen, ist für Cocktails, kann man wo Wasser reinfüllen, sieht dann aus wie so Diamanten. Das Ganze ist aus Silikon, so wie sich das anfühlt. Nett, kann man mal probieren, also für Eiswürfel nehme ich zwar andere Sachen, also ich nehme wirklich diese Eiswürfelbeutel, weil für mich sind die wirklich praktisch, Wasser einfüllen und lassen sich prima raus drin. Aber warte mal nicht, Diamant-Eiswürfel, okay. Werde ich auch mal aufheben. Also bis jetzt muss ich sagen, sehr gut. Außer diese Deko-Rollen. Das gefällt mir jetzt nicht so. Hier haben wir noch was Eingepacktes. Das kommt weg. Fühlt sich an wie Eierbecher? Nein. Das sind kleine Glatzschälchen. Also ich kenne das, wenn man irgendwelche Fingerfood hat hier oder Pommes oder irgendwas zum Dippen, wo hier so Soßen reinkommen, Süß-Sauer-Soße, Ketchup, Mayo, Senf. Und das sind 1, 2, 3, 4 kleine Glasschälchen. Auch ganz okay, auch ganz okay. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, schon zum letzten Artikel. Schauen wir mal hier rein, das scheint was Größeres zu sein. Draußen steht drauf 6 Teile. Was sind das für Teile? Ich tue mal das weg, damit ihr es besser seht. Ich stelle es mal so rum. 6 Teile. Ah, okay. Okay, das sind kleine. Was, wie nennt man es? Espresso-Set. Ein 6-teiliges Espresso-Set. Gut, muss ich sagen, ich trinke kein Espresso. Ich trinke auch übrigens keinen Kaffee. Und alles, was mit Kaffee zu tun hat. Ich bin ein absoluter Teetrinker. Mache meinen Tee auch selber und liebe es. Andere Teesorten zu probieren. Kaffee ist jetzt nicht so meins. Aber ich will mal sagen, ja, auch vielleicht eine Geschenkidee zu Weihnachten. Irgendwie, wer gerne Espresso trinkt. Ja. Oder ihr habt vielleicht irgendwie Verwendung dafür. Könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn euch was gefällt. Ja, fassen wir mal zusammen. Espresso-Set. Nicht schlecht zum Verschenken. Spülbürste werde ich gleich nehmen. Grillzange, naja, würde ich eher auf die Seite tun, weil wirklich schwerfällig und viel kann man nicht anstellen. 4 Löffel nehme ich auf jeden Fall. Die Stocher werde ich als Ersatz nehmen. Die Deko-Klipse finde ich eigentlich eine coole Sache, ein bisschen für die Wohnung was.
diamantförmige Eiswürfelschalen probiere ich mal aus. Ganz einfach. Schälchen sind auch okay. Kork und Ersetzer auch okay. Flasche kann ich auf jeden Fall verwenden. Ich liebe auch spezielle Flaschen. Sehr toll. Das ist ein bisschen Quatsch. Zange eigentlich auch so. Und man sagen, eigentlich ganz nette Geschichte. Jetzt muss man es sehen, weil wie gesagt, der ganze Spaß hat 15 Euro gekostet. Ja, würde ich sagen, vom Wert her kommt ungefähr hin. Also Gewinn macht man jetzt nicht, wenn man das irgendwie verkaufen will. Das macht keinen Sinn. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich überrascht. Also ich hätte mir das ramschiger vorgestellt, muss ich schon ehrlich sagen, weil alles ist wirklich gute Qualität, kann man wiederverwenden. Es ist nichts kaputt dabei. Ja, das war eigentlich ganz okay. Wie gesagt, für den Spaß mal zu haben, um mal zu schauen. Hätte ja auch noch was Tolleres bei sein können, aber ich bin insgesamt nicht unzufrieden mit. Ja, und ich hoffe, für euch war es auch mal interessant, mal so zufällig da reinzuschauen, weil für mich ist das jedes Mal eine Abwechslung. Ich weiß nie, was drin ist. Genau. Und würde ich sagen, im nächsten Video, das schaffe ich jetzt nicht mehr, im nächsten Video machen wir die Weihnachtskiste auf. Wie gesagt, da bin ich gespannt, ob da irgendwas zum Schrottwichteln dabei ist, ob was irgendwas Lustiges dabei ist. Vielleicht kann ich auch was aktuell noch in der Adventszeit nehmen. Ja, wenn euch sowas gefallen hat, solche Unboxing-Geschichten, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Dann können wir das in Zukunft mal häufiger machen. Vielleicht auch mal größere Geschichten, auch mal Technik sagen. Vielleicht auch mal eine Kofferauktion, dass wir mal zusammen einen Koffer auspacken und schauen mal, was da so drin ist. Ja, also das war's jetzt mal von mir. Teil 1. Haushaltskiste, Überraschungsbox. Bis später. Ciao.